Herzlich willkommen, liebe Landluftenthusiasten und Freunde von großen, schweren Landmaschinen. Wir spielen heute den John Deere North American Farmer oder wie er in Deutschland verkauft wird, den Landmaschinensimulator 2011 mit dem John Deere Logo. Das heißt, der John Deere Landmaschinensimulator 2011. Wobei ich glaube, dass das eher so eine Werbegeschichte ist, weil man hätte auch alle möglichen anderen Landmaschinen nehmen können. Wir sind hier im Menü und schauen uns das Menü an. Neues Spiel, Spielladen, Map Editor, Optionen, Help, Credits und Quit. Und warum ist das alles auf Englisch? Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich hatte tatsächlich darüber nachgedacht, ein wirkliches Review zu machen. Wirklich mal zu erzählen, was kann das Spiel so und mich wirklich selber auch mal damit zu befassen, was eigentlich eine Landwirtschaftssimulation ist, beziehungsweise eine Landmaschinensimulation ist. Was ich hier bekommen habe, war stattdessen der größte Witz seit Rider in Twix umbenannt wurde. Also unglaublich, das kann man sich nicht vorstellen. Ich starte hier einfach mal einen Spielmodus, Milk Basics, da nehme ich dann den Medium Mode und beginne das Spiel und währenddessen werde ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was hier so abgeht. Als erstes haben wir hier die Figuren, die kann man separat so anwählen und sie irgendwo hinschicken. Vorzugsweise nicht zu Fuß, weil das dauert Jahre oder beziehungsweise Wochen und dann habe ich noch nicht mal übertrieben, wenn ich das sage. Und dann kann man normalerweise auch diese Maschinen besetzen. Dann setzt er sich einen schicken Helm auf, den muss ich zeigen. Der ist so gut, der Helm. Den Helm würde ich tragen, den Rest würde ich wegwerfen. Und dann geht ihr damit zum Beispiel Kühe füttern. Oh, da stand schon jemand. Okay, das ist Holly. 26 Jahre alt und arbeitet auf einer Farm. Aber sie mag das Farmleben. Oh, ich kann Holly zum Beispiel automatisch Aufgaben übertragen. Ich weiß nur nicht wie. Also lasse ich das einfach mal aus, weil es wird ja auch nirgendwo erklärt, wie das gehen soll. Also Holly, geh jetzt bitte die Kühe füttern. Schnell. Okay. Schnell. Okay, man hat aber die Möglichkeit, das noch ein bisschen zu beschleunigen, dann geht das alles fünfmal so schnell. Dann sind fünf Wochen zwar immer noch fünf Wochen gehen, aber fünfmal so schnell vorbei. Was ja an sich nichts Schlechtes ist. Da unten rennt der Hund nervös durch die Gegend und hier oben werden die Kühe auch immer nervöser. So, Holly ist fertig mit Melken, mit Füttern und jetzt schicken wir sie melken, weil ich finde, eine gefütterte Kuh kann dann auch mal ein bisschen Milch geben. Und das machen wir hier. Und sie melkt und melkt und melkt und melkt. Unsere Aufgabe ist es, 250 Gallonen zu sammeln und ich hoffe, ich komme damit jetzt auch dann gleich hin. Ich werde das alles mal ein bisschen verlangsamen wieder, weil ich weiß, da ich das jetzt schon einmal ausprobiert habe, dass das relativ schnell geht. Ein kurzes Fazit zu dem Spiel. Da gibt es nicht viel Positives zu sagen. Die Grafik ist schaurig, also das hätte man auch schon vor 20 Jahren hinkriegen können. Tatsächlich glaube ich, dass es vor 20 Jahren schon entwickelt wurde oder vor 15 Jahren schon entwickelt wurde, in eine Schublade gesteckt wurde und einfach in dieser Schublade liegen gelassen wurde. Ich mache jetzt mal die Scheune sauber, weil sich das so gehört. Und ihn schicke ich jetzt die Kühe melken, weil sich das so gehört. Und naja, wie ich schon gesagt habe, also das Ganze hat einen Touch an sich wie eine billige Werbeproduktion, wo es eigentlich nur um den Namen John Deere geht. Eigentlich mehr ein Giveaway als ein tatsächliches Spiel, was man sich im Laden kauft. Mehr so, oh ja, wenn du schon einen Trecker bei uns gekauft hast, da kannst du auch noch einen Landmaschinensimulator mitnehmen, ne? Ja, so nach dem Motto kann ich mir das eher vorstellen, als wirklich als Spiel, das im Laden liegt. Ich weiß auch gar nicht, warum tatsächlich das ins Geschäft gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, warum man das überhaupt in Deutschland vertrieben hat, wenn man sich nicht mal die Mühe gemacht hat, es wenigstens dann auf Deutsch zu übersetzen. Denn soweit ich weiß, wird John Deere auch in Deutschland verkauft. So, ich habe offensichtlich noch nicht genug Milch, also werde ich mich darum kümmern, dass den Kühen geholfen wird. Vielleicht geht's denen ja gerade nicht so gut, ja, fühlen sich nicht so, kennt man ja auch, gerade ist die Schweinegrippe ja am Grassieren. Wer weiß, vielleicht ist das dann ein neuer Ableger davon. Ihr seht also hier auch nochmal, einzelne Kühe können auch angeklickt werden, zum großen Spaß von den Kühen, die das gar nicht interessiert. Ja, ich weiß nicht. Ich kann sie nochmal füttern. Vielleicht
Hilft das irgendwas? Kann ja die Futterqualität einfach mal steigern mit Nutri-Fast Ultimate Care. Und die werden da bestimmt viel glücklicher mit werden. Und dann werde ich sie einfach nochmal melken. Und weil du nichts zu tun hast, gehst du auch nochmal die Kühe melken. Kühe melken. Yeah. Kann er nicht. Okay. Okay. Man kann auch nicht alles können. Man kann eben keine Kühe melken. Und yay. So wie es aussieht, haben wir die Milk Basics geschafft. Und das ist das Ende des Spiels für mich. Und für euch das Ende des Einblicks in den North American Farmer. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel in irgendeiner Weise von einem Erfolg gekrönt sein wird. Wenn es Preise gewinnen würde, dann vermutlich die goldene Sau für das schlechteste Spiel des 21. Jahrhunderts. Wie gesagt, ich halte nicht viel von dem Spiel. Ich denke nicht, dass es sich lohnt, 15 Euro dafür auszugeben. Da gucke ich mir lieber einen guten Film im Kino an. Oder lade mir was von Xbox Live oder PlayStation Network runter. Da habe ich mehr davon und ihr mit Sicherheit auch. Sagt uns, was ihr von dem Spiel haltet. Sagt uns, was ihr von der Grafik haltet. Und sagt uns vor allem, was ihr denkt, wie so ein Landmaschinensimulator aussehen soll. Das wäre mir besonders interessant, weil ich habe mir darunter wirklich vorgestellt, ich lerne jetzt mal, wie man einen Mähdrescher bedient und tucker damit über die Felder. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.